Jo, Freunde, was geht ab? Ich bin's mal wieder. Heute habe ich mal was nicht Lego-haftes. Und ja, heute dreht sich mal um Panzer, also verschiedene Modellpanzer von US-amerikanischen und von deutschen Soldaten. Deutsche Bundeswehr. Sorry. Habe ich ja einmal den Amberen M4 Panzer. Hört sich fast an wie der Sturmgewehr M4, aber. Nee, A4. A4, das ist nämlich der US-Panzer Amron K12 oder A4, M4. Weiß ich nicht ganz genau, auf jeden Fall. Das ist ein Amron. Und um die handelt es sich heute. Und auch um hier die Panzerhaubitze 2000. Warte mal, Leute. Ja, bisschen staubig. Ja, ich habe die lange nicht mehr geputzt. Ich habe die schon ein paar Jahre. Und ich habe meinen Kanal erst seit ein paar Monaten. Also ein bisschen kompliziert. Die habe ich geschenkt bekommen und ja, finde ich eigentlich recht cool. Auch nicht so vergessen hier den Leopard. Habe ich vergessen fast. Sorry. Ja. Und die habe ich geschenkt bekommen. Ich habe um die 30 Panzer geschenkt bekommen, Leute. Also eine ordentliche Anzahl an Panzer. Also ich will schon jetzt. Also ich weiß jetzt mehrere Panzer auswendig. Zum Beispiel der Leopard 2 ist 1989 und 90 gebaut worden. Wurden 4.200 Stück hergestellt. 60% der Produktion wurde zerstört durch den Irak-Kampf, Bürgerkrieg. Ihr fragt euch jetzt wieso. Digga, Molotow-Cocktails. Da noch Panzerfäuste, Minen und schwere Geschosse. Da kann so ein Leopard auch mal Schrott gehen. Aber der Leopard zählt ja unter den Top 1. Also ist der beste Kampfpanzer der Welt. Unter den besten Flakpanzer ist der Panzer 2000 das drittbeste. Ja, die Russen und die Amerikaner haben wieder mal bessere. Ja, okay, ich bin ja auch ein US-Fan, auch ein Russen-Fan, also russischer Fan. Ja, ich will jetzt nichts Schlechtes über Russland oder Amerika sagen. Die sind ja beide gut, sehr, sehr gut. Über Millionen Soldaten haben die. Top. Okay, für großes Land. Große Soldaten. Also große Armee. Ja. Und die beiden sind, also der ist auf Platz 5, der ist auf Platz 6, glaube ich. Ja, so Amerika hat unter den Top 10 geschafft. Deutschland hat unter den Top 3 geschafft. Yes. Ja, okay. Kommen wir erstmal zu den deutschen Fahrzeugen. Ja, wir sind ja auch in Deutschland. Natürlich. Aber egal. Der Leopard 2A4. Es gibt mehrere Varianten. 411 Stück gibt es nur noch. Oder 409, weiß ich nicht ganz genau. Hat hier eine pyramidische Verteidigungsfläche, die spitz hinüberläuft. Dann noch das Bundeswehrzeichen, ganz natürlich. Ah, jetzt ist es scharf. So, Bundeswehrzeichen, ganz natürlich. Und einen Tarnfleck Streifenkamo. Ich weiß nicht, wie die solche Tarnkamo heißen. Normalversion sind die in Grau. Steinfelsgrau. Und ja. Der hat hier solche Lüftungsventile für den Motor. Der hat nämlich einen 1250 PS Motor drin, also pff, Hardcore. Der kann richtig schnell werden. Der kann sich während Fahren richtig, also während des Fahrens kann er richtig zielen. Oder wenn er sich dreht, bleibt er auf einer Stelle. Also, ist ein Top-Panzer. Aber es wurden ja auch welche verkauft. Drei Stück. Ja, darum hat ja Deutschland nur noch 409 Panzer davon in die Türkei. Für ein Leopard haben die 2,5 Millionen bekommen. Also dreimal 2,5 Millionen sind 7,5 Millionen. Schön. Und jetzt erstmal noch kurz zu dem Panzerhaubitze 2000. Kampfwagen Flak. Es kann als Artilleriegeschoss geschützt dienen, aber auch als Scharfschützenpanzer. Scharfschützenpanzer sind die, die immer versteckt und präzise schießen. Ja, wie gesagt, geschenkt bekommen, also ein paar Teile fehlen. Also nur Räder
Sonst gar nichts. Wirklich, ich habe nachgeguckt. Das Kanonenrohr ist sehr, sehr lang. Also der Kopf davon ist hinten gebaut worden, sehr schön. Hat auch so eine Vertiefung, also so eine Skateboard-Rampe, sage ich jetzt mal, so gebaut worden. Ist auch sehr praktisch. Was sie machen müssten, wäre hier noch an den Kettenpanzerungen. Das ist so wie bei den Panzerhaubitze 4 zum Beispiel war. Kann ich auch mal schnell zeigen, was ich meine. Ah, durch mein Zimmer wieder latschen. Ihr könnt ja mein Zimmer schon schicken. Ja? Also hier meine ganze Sammlung. Hier sowas meine ich. Stell ich auch noch vor. Ich habe noch sehr viele bekannte Panzer, vor allem russische habe ich auch. Zum Beispiel hier der C-34. Ist ein russischer Kampfpanzerfahrzeugwagen. Auf jeden Fall habe ich sehr viele deutsche Kampfpanzerwagen. Leopard 1 habe ich in Riesengröße, aber auch ein Minimodell. Ist Schrott gegangen. Naja. Oder Panzer Elefant. Habe ich alles. Also fast alle Panzer. Cool war's. Ja. Nein. So. Der Kampfpanzer 2000 hat hier eigentlich ein MG, ein Riesen-MG. Ist ein Kaliber fast 1,9, also fast in den 2er. Fast 2,0 Kaliber. Also für ein MG ist das ein Panzerknacker-Ding. Also, das ist dann eine große Kanone. Hinten sind Munitionsteile manchmal versteckt oder Sanitätsteile. Kann man auch alles. Werde ich vielleicht irgendwann nachbauen. Auf jeden Fall werde ich mir Kettenteile bestellen und mir einen eigenen Panzer bauen. Der heißt dann Panzer Stier. Kampfwagen Stier. Weil ich bin als Sternzeichen Stier und ich will jetzt auch mal einen Panzer haben, der Stier heißt. Oder es gibt schon einen Panzerstier. Wenn ja, dann schreibt mir das auch in den Kommentaren unten. Jo, so. Der Nachfolger von Amberin. Der Amberin Panzer. Einer der war besten Panzer der Welt. Der Amberin für knapp 3 Jahren. Dann kamen aber die Deutschen irgendwie mal und da haben die richtig so. So, egal. So, die haben beide ein langes Rohr, was auch die Kilometeranzahl sehr, sehr lang vorheben lässt. Nämlich die beiden können bis zu 44 Kilometer, glaube ich. Der Leopard aber kann bis zu 60 Kilometer und der kann über lange 100 Kilometer auch schießen, weil das ist auch ein Flakpanzer. Ein Flakpanzer muss auch Kilometers schießen. Ja, ist auch egal. Die beiden haben hier so eine schräge Position, aber hier noch mehr schräger. Dass das Ding abprallt, aber nicht immer beim Leopard würde das Ding durchgehen. Hier direkt. Bumm. Und haben bei dem halt auch sehr viel Stauraumplatz. Die Panzer werden ja nicht nur als Schießelemente benutzt, auch als Bergung oder Transportteam halt. Die beiden haben aber auch einen Vorteil, die haben beide MG. MG 47, M5. Und das Ding hat ein MG 8711. 8718 oder ein 711er. Kann verschieden sein für die Situation. Und beide, der hat hier mehr Raum für Stauraum. Das war ein Deutsch. Bisschen mehr Stauraumplatz. Ha, jetzt habe ich es hinbekommen. Hier auch. Was ich komisch finde, der hat hier so eine Hinternform. Hat der so einen breiten Hintern oder wieso? Ey, ohne Scheiß, das sieht auch aus wie ein Hintern. Hat Vorteile und Nachteile. Hier wurde es auch wieder abgeschrägt. Hier auch. Oder? Nö. Schade, hätte aber gut gepasst dazu. Die beiden können bis zu 20 Grad nach oben weit feuern. Und ja, sind halt beide sehr, sehr starke Panzer auch. So. So, zack. Also ich sag jetzt mal die Kaliberanzahl. Leopard. 11,4.
Panzerhaubitze 2000. Hat 9,5. Das Ding hat ein 6,9 Kaliber, also auch ein schon sehr, sehr starkes. Aber das Ding hat ein schlechteres, obwohl der sieht mir moderner aus, oder Leute? Hat das Ding nur ein 6er Kaliber? Also 6,5 cm, 6 cm, 9,5 cm, 11, was habe ich gesagt? 11,5 oder 11,7 cm Kaliber. So, das war es erstmal jetzt von dem Panzer soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Es kommen noch weitere Ego-Videos, auch heute vielleicht noch. Und muss ich jetzt einmal gucken. Ich habe noch so viel. Also, da drin habe ich noch Wohnwagens, Roboter, Flugzeuge. Flugzeuge habe ich eigentlich alle vorgestellt. Feuerwehr habe ich auch alle so weit. Aber ja. Nur das Problem ist, die Bismarck muss ich noch euch vorstellen. Oh, ich komme nicht dazu. Aber ich bin auf jeden Fall weitergekommen. Sag ich ganz schnell. Ich habe noch ein paar Sekunden. Hier habe ich weitergebaut. Hier. Da, da. Ja, und hier. Ja. Dann sage ich mal, schön mit Öl, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann sage ich mal, lasst einen Daumen da und ein Abo da. Und tschüss.